Nabend, meine Herrschaften. Bei Theodor Storm gibt es ja fast immer irgendwelche Rahmenerzähler. Das bin heute ich. Ich erzähle meine Geschichte nur gar keinem, sondern ich träume sie einfach mal, wie ich da so im Mondlicht in meinem Zimmer sitze. Und in seiner traumhaften Erinnerung an Immensee gibt es Elisabeth, zunächst 5, später erwachsen, sowie Reinhard, der zunächst 10, dann eben auch erwachsen ist, Elisabeths Mutter und den Freund von Reinhard, Erich. Aber es geht los in der Kindheit. Komm, wir gehen in unsere Hütte, dann lese ich dir die Geschichte von dem Typen in der Löwengrube vor, der vom Engel gerettet wird. Boah, ein richtiger Engel mit Flügeln. Engel gibt's eigentlich gar nicht, das ist nur eine Geschichte. Ja, und Löwen? Die kommen doch auch ständig in Geschichten vor. Ja, aber Löwen gibt's wirklich. Die erforschen wir später mal zusammen. Und sie so, ob die Mama das erlauben wird. Und dann, als er 17 und sie 12 ist, also sie ist noch relativ kindlich, er ist schon relativ erwachsen, ist er kurz davor, zum Studium zu gehen. Dann gehen sie nochmal Walderdbeeren suchen mit so einer größeren Gesellschaft. Und sie plötzlich so, wo sind denn die anderen? Weiß ich nicht, wir gehen jetzt mal da lang. Und obwohl sie keine Walderdbeeren finden, prägt sich das Bild von Elisabeth im Sonnenschein im Wald so in ihn ein, dass er ein Gedicht schreibt, Sonne auf die Schönheit schien, sie ist meine Forest Queen. Du, ich werde dir Märchen schicken, die schreibe ich für dich, wenn ich jetzt studieren gehe. Macht er aber nicht, als Ersti hat man ja auch viele andere Dinge zu tun. Zum Beispiel Shampoos saufen im Ratskeller. Und er so, hoch die Tassen, sing für mich Roma Beauty. Und sie bitcht so zurück, nein, das ist so ein Zigeunermädchen, wie Storm das nennt. Und da läuft irgendwas zwischen den beiden. Es wird aber nicht erklärt. Und es ist gerade Weihnachten, deswegen kriegt er ganz liebe Weihnachtspost von zu Hause. Und Elisabeth hat Weihnachtsplätzchen, die seine Mutter gebacken hat, mit seinem Namen verziert. Und er ist total gerührt und hat Heimweh und verschenkt die Hälfte der Plätzchen an ein armes Mädchen, das ihm zufällig auf der Straße begegnet. Das hält ihn aber nicht davon ab, später nochmal in den Ratskeller zu gehen. Hoch die Tassen, sing für mich Roma Beauty! In den Semesterferien ist das natürlich anders. Da kehrt er nach Hause zurück und benimmt sich. Und die Elisabeth ist ja jetzt auch schon erwachsen und ganz hübsch. Und sie gehen zusammen in die Natur und sammeln Pflanzen und bestimmen sie und konservieren sie. Und trotz der vielen Biologie passiert überhaupt nichts zwischen ihnen. Und ihre Mutter sagte mal so ganz pikant, also der Erich hat der Elisabeth einen Kanarienvogel geschenkt, der alte Billigvogel von dir war ja eingegangen. Und er so, ich habe dir keine Märchen mehr geschrieben, aber Gedichte, guck dir die mal an, nimm die mal mit. Und die so, nee, aber ich leg dir mal deine Lieblingsblume rein. Pass mal auf, wir sehen uns jetzt 2 Jahre lang nicht, weil ich ja meinen Bachelor machen muss. Wirst du mich dann noch mögen? Die Mutti meint, du bist nicht mehr so gut wie früher. Doch, bin ich, glaubst du mir? Ja. Supi, dann habe ich jetzt ein Geheimnis und in 2 Jahren sage ich's dir. Und sie so seufzt. Aber knapp 2 Jahre später schreibt seine Mutter ihm, dass sie Erich geheiratet hat und sie jetzt auf Gut Immensee wohnen. Nein! Und dann dauert's wieder Jahre, bis sie sich wiedersehen. Er sieht so aus. Und der Erich so, hallo Reinhard, Mensch schön, das wird eine Überraschung für die Lizzie. Wie, du hast ihr nicht gesagt, dass ich komme? Nö, soll ja eine Überraschung werden. Und als er dann in den Gartensaal des Landguts Immensee eintritt, ist sie voll geflasht. Reinhard! Und er ist ein paar Tage zu Gast auf Immensee und weil er so Volkslieder sammelt, wird er dann gebeten, ein paar zum Vortrage zu bringen und wahllos greift er rein und zieht zufällig die Nummer, meine Mutter hat's gewollt, den anderen ich nehmen sollt. Und sie so schluchzt und rennt weg und ihre Mutter so, die hat noch im Garten zu tun. Reinhard folgt ihr, findet sie nicht, aber er sieht im Wasser so eine Wasserlilie und ist fasziniert von dieser Wasserlilie im Dunkeln, springt in den See, schwimmt und es hat irgendwie was von Todessehnsucht. Naja, ein paar Tage später ist der Erich nicht da und der hat seine Frau gebeten, doch dem Gast mal die schönsten Ecken in der Umgebung zu zeigen, nämlich den Blick auf Immensee. Und er versucht, das Gespräch von früher wieder anzuknüpfen und sagt, ob es hier auch Walderdbeeren gibt. Nein, die gibt's nicht. Sag mal, du hast mir mal meine Lieblingsblume in die Gedichte gelegt. Ja. Und er versucht, das Gespräch anzuknüpfen, aber es gelingt ihm nicht. Sie sprechen sich wieder nicht aus. Dann gehen sie zum Hof zurück. Überraschenderweise ist da gerade ein Scherenschleifer in Begleitung des Roma-Mädchens, dem wir schon früher im Ratskeller begegnet sind. Und der so, was willst du? Und die so, nix, läuft weg. Sie ist unglücklich in Reinhard verliebt, so wie er unglücklich in Elisabeth verliebt ist. Deswegen packt er am frühen Morgen seine Sachen, will ganz unbemerkt gehen. Und sie so, du gehst für immer, oder? Und der so, ja, ich komme nie wieder. Und so sitzt er an seinem Lebensabend in seinem Zimmer und der Mond scheint eine weiße Wasserlilie ins Dunkel seiner Erinnerung und dann studiert er weiter. Und wir fragen uns, diese ganze Natur und Walderdbeeren und Blümchen sind ja schön und gut, aber warum hast du nicht einfach mal gesagt, dass du sie liebst? Guckt euch im Vergleich mal Pole Poppenspäler an. Der hat das Glück, wie ein Kind einfach mal den guten Impulsen in sich zu folgen, spielerisch, auch auf die Gefahr hin, dass er sich emotional die Knie aufschlägt. Reinhard dagegen ist leider verbildet und wird niemals glücklich werden. Spielt lieber mit Puppen. Und das, liebe Gemeinde, war Immensee von Theodor Storm.
Vielen Dank.